Er existiert nicht mehr, er ist nicht mehr im Sein. Denn schon bei Öffnen der Augen entsteht der Wahrnehmungsfilter, entsteht das Denken, entsteht das Denkfühlen und das Fühldenken, das verhindert, dass er existent ist, spannt eine Welt, eine Welt auf, die verhindert, dass dieser Körper da seines Seins sich vergegenwärtigen könnte. Er existiert also nicht mehr, er ist nicht mehr im Sein. Denn da, wo ich denke, bin ich nicht und wo ich bin, denke ich nicht. Sondern er existiert nur noch. Er hält es aus, er steht es aus. Er vollzieht es in ständigem Getriebenwerden, in Ortsveränderungen, um das Futter heranzuschaffen, damit das weiterginge.